Ganz herzlich willkommen hier heute wieder zum dritten Lebensfreude Online-Kongress. Hol dir dein Kraftpaket 2023 und klasse, dass du wieder dabei bist. Und heute ist es mir eine so große Freude, Sabrina Fox zu begrüßen. Herzlich willkommen, Sabrina. Es ist so schön, dass du dir Zeit nimmst, hier für unsere Community da zu sein und dein fundiertes, umfangreiches Wissen mit uns zu teilen. Dankeschön. Weil als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, ich meine, ich denke, die Leute kennen dich. Ich stelle dich noch mal kurz vor, wenn man das denn kann. Du bist so umfangreich aufgestellt. Du bist Bestseller-Autorin, du bist spirituelle Begleiterin, du hast einen tollen Podcast, du bist Speakerin. Du schreibst gerade aktuell an einem neuen Buch. Du bist vielseitig beschäftigt. Bin auch schon älter. Das ist die Weisheit der Jahre. Ja, ich meine, das hat damit was zu tun, dass da schon so viel gemacht worden ist. Wenn man natürlich älter ist, hat man ja schon 45 Berufsjahre hinter sich. Das macht dann schon was aus. Aber immer erfolgreich, immer auf diesem Weg, immer anleitend und ich finde dich sehr authentisch. Und als ich mich vorbereitet habe auf dieses Interview, habe ich gedacht, ja, wo fangen wir denn jetzt hier an? Und wo hören wir auf? Weil deine Palette ist ja unfassbar breit. Darf ich Und dazu noch was sagen, zu was du gerade gesagt hast? Ich war nicht immer erfolgreich. Niemand okay. ist immer Okay. erfolgreich. Also, aber es gibt, das ist ja das Schöne am Leben, dass wir lernen ja nicht aus den erfolgreichen Zeiten. Da lernen wir gar nichts oder sehr wenig. Wir lernen nur aus den schwierigen Zeiten. Also deshalb Ja. bin ich für jeden meiner schwierigen Zeiten äußerst dankbar, weil sonst hätte ich schlichtweg nichts dazugelernt. Das ist vielleicht auch ein spannendes Anfangsthema. Wie gehst du mit Krisen um? Ich meine, wir sind ja in einer in einem großen Wandlungsprozess und viele fragen sich, auch viele aus unserer Community fragen sich, was mache ich mit diesen Veränderungen? Wie gehe ich damit um? Das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue ist nicht da. Es gibt Ängste, Unsicherheiten. Ja, wie bist du umgegangen mit deinen Krisen? Vielleicht magst du eine Krise erzählen. Zuerst mal glaube ich, früher waren Krisen für mich ein Desaster. Also ich wollte sie nicht haben, ich fand sie schrecklich. Ich habe sie versucht zu vermeiden. Deshalb habe ich nicht oft genug Nein gesagt. Deshalb war ich auch nicht besonders authentisch. Ich habe sehr viel gelogen. Also alles nur, um Krisen zu vermeiden, um mir vorgestellte Krisen zum Teil zu vermeiden. Und 30 Jahre später, wo ich dann das eine oder andere dazu gelernt habe, dazu freue ich mich auf Krisen. Also jedes Mal, wenn eine Krise sich zeigt, die natürlich jetzt auch nicht mehr so dramatisch ist wie früher. Früher war das so ein, ja, so ein Vulkan, der irgendwie alles zertrümmert hat und wo ich emotional hin und her geschleudert war und irgendwie überhaupt nicht wusste, wo ich jetzt überhaupt hinschauen sollte. Und heute sind Krisen, die rieche ich schon. Das sind so kleine, das könnte was werden. Und dadurch, dass ich dann sofort hinschaue und anderes Werkzeug habe, entwickeln die sich nicht mehr. Sprich, die werden in dem ersten, da stimmt aber was nicht, so wie beim Aufräumen der Wohnung. Also wenn ich jetzt meine Wohnung, sagen wir mal, ein Jahr lang nicht aufräume, dann komme ich da rein und dann bin ich erstmal überfordert, weil es stinkt, schaut scheiße aus und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Habe ich eine saubere Wohnung und dann hatte ich ein Fest oder irgendwas und selbst nach dem Fest weiß ich, okay, der Abfalleimer ist voll, den habe ich gestern schon rausgetragen, weil ich den Geruch nicht haben kann. Das ist schon weg, das Zeug ist schon in der Geschirrspülmaschine. Also da sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, das braucht vielleicht 2 Stunden und dann ist es erledigt. Und so ist es auch mit Krisen. Sie sind nicht mehr so geladen, je mehr wir darüber wissen. Und was ich raushöre, du widersetzt dich auch nicht. Also du sagst Nein. nicht, oh Gott, ich will vermeiden, ich will dies vermeiden, ich will das vermeiden, sondern du sagst, wenn sie denn kommt, will sie mir was sagen und dann schaue ich hin, was sie mir sagen will, so. Jede Krise ist zu meinem Vorteil da. Immer.
Das stelle ich nie in Frage. Früher Mhm. natürlich schon, logisch. Früher dachte ich, die anderen sind an allem schuld. Und wenn ich die richtigen Leute habe und das richtige System, dann habe ich keine Probleme mehr. Heute sage ich, alles in meinem Leben ist für mein Wachstum da. Weil wir alle wollen im Leben mehr Weisheit erfahren. Und die erfahren wir halt einfach nur, wenn es brennt und wenn wir was daraus lernen. Ja. Und deshalb ist jede Krise, die kommt, ist willkommen. Manchmal dauert es mir zu lang. Also im Sinne von, wenn wir uns verändern in unserem Leben, gibt es ja so Zeiten, was du vorhin auch schon gesagt hast, Britta, das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Und diese Geduld dazwischen, so wie bei so einem Segelboot, weißt du, der Wind kommt jetzt von da drüben, ich setze das Segel und dazwischen ist diese Windstille, bis der Wind von dem anderen Teil kommt. Das ist manchmal halt ein bisschen. Mei, das wünschte ich mir auch gelegentlich, es könnte ein bisschen schneller gehen. Aber ich weiß natürlich, dass ich, wenn es langsam geht, ich gerade Langsamkeit lernen muss. Und deshalb geht es halt langsam. Geduld sozusagen. Ja, genau. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Sofort, ja. Oh, ja. Und wie, du hast gesagt, du riechst es schon, diese Sache, wenn sie so naht. Wie empfängst du das? Ist es dadurch, dass du regelmäßig meditierst, dass du eine extreme Wahrnehmung, also eine verfeinerte Wahrnehmung durch die Meditation hast? Oder was tust du, um das so zu erspüren schon mal, dass da was kommt, eine Veränderung oder? Ich glaube, das haben wir alle. Das ist jetzt keine besondere Begabung, die ich jetzt habe, sondern ich glaube, das Wort verfeinern, das mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, wir verfeinern uns. Und je, das ist auch vergleichbar mit einer Chefköchin, die am Anfang erst studiert und unterschiedliche Gewürze rausschmecken muss und dann später mit sicherem Griff weiß, also ich kann gerade Petersilie von Basilikum unterscheiden. Also ich bin da nicht geeignet. Immerhin. Aber es ist natürlich so, dass du dann sehr viel klarer weißt, ah, das ist das Gewürz, das tut das damit, Butter darf man nur so behandeln und nicht so, da gibt es diese alternativen Möglichkeiten. Also man kriegt ein größeres Gespür dafür. Und dadurch, dass man ein Gespür kriegt, ist es nicht so sehr, dass man es suchen muss. Das ist einmal, man merkt eine gewisse innere und ja, das ist schon eine kleine, so eine Art Unruhe. Man merkt schon, irgendwas passiert da. Ich meine, das kennen wir alle, das kennst du bestimmt auch. Oh ja. Irgendwas ist, sie weiß noch nicht was, aber irgendwas ist. Und dann bin ich halt einfach sehr aufmerksam und schaue noch genauer hin, als ich sowieso schon hinschaue. Also manchmal, mir ist es so, dass es manchmal von außen kommt, Ereignisse oder so, und manchmal ist es die mich dann irgendwie durcheinander bringen auch. Womit ich zum Beispiel mit dem Lockdown, und wir sind ja Live-Veranstalter gewesen, da habe ich ja erstmal nicht mit gerechnet. Das waren so Sachen, die habe ich nicht vorher erspürt oder so. Da habe ich, das konnte ich mir gar nicht Niemand, vorstellen, glaube ich, hat es vorher. dass mir einer verbietet hier oder dass das nicht geht, dass ich eine Messe mache. Ja, also ich habe immer geliefert, 26 Jahre lang. Also das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und ich hatte auch kein komisches Gefühl. Ich habe gedacht, Lebensfreude-Messen, die sind jetzt da und die braucht jeder und die werden veranstaltet. Ne? Und manchmal ist es so eine innere Sache, sowas. Aber das finde ich auch unangenehm. Ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe und dass ich dann dahin atme. Ich habe so meine Tools. Angenehm finde ich es nicht, muss ich gestehen. Also wenn ich in Bei die mir. Wertung gehe, ne? Wenn ich in die Wertung gehe. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt so angenehm sein müssen. Ich meine, es ist jetzt nicht das Ziel, dass ich bei jedem Schmerz, also angenommen, mein Mann verlässt mich überraschend und es gibt es eben auch halt relativ selten, weil ich glaube schon, dass wir schauen vielleicht nicht hin, aber ein Gespür ist in der Regel schon da. Dann gibt es natürlich Trauer, dann gibt es natürlich bestimmte Aufarbeitungsmechanismen, die man dann hat. Und das ist ganz klar, das ist auch in Ordnung so. Weißt du, wir haben die Gefühle, die wir haben. Gefühle zeigen mir meinen momentanen Zustand. Das ist alles. Genau. Mehr, die tun nicht mehr und sie tun nicht weniger. Die kann ich mir anschauen. Ah, mein momentaner Zustand ist so. Will ich in diesem momentanen Zustand bleiben oder möchte ich nicht drin bleiben? Aber dieser Zustand will mir was sagen. Und ich kann ihn verdrängen, also
Drogen, Alkohol, Sex, Tabletten. Kann flüchten oder ich kann mir das anschauen und sagen, okay, ich fühle mich so und so, warum tue ich das? Was ist da tiefer drunter, dass ich mich so fühle? Ich empfinde dich, das habe ich schon im Vorgespräch gesagt, ich empfinde dich als so extrem authentisch mit allem, was du tust und was du jetzt auch so rausbringst. Das finde ich, erfordert Mut. Ohne Rolle, ohne Maske, einfach du selbst zu sein. Aber ich denke, es gibt bestimmt auch viel Kraft, weil man nichts mehr vormachen muss oder keine Maske mehr oder irgendwie eine Rolle spielen muss, oder? Also ich war sehr gut in Rollenspielen. Also ich hätte eigentlich einen Oscar verdient für diese vielen Rollenspiele, die ich gut, sehr, sehr gut konnte. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht ohne Rolle. Ich kannte meinen Originalzustand gar nicht. Und ich überlege jetzt gerade, wie das war so ein Stück für Stück. Wie ich anfing, mich für Spiritualität zu interessieren, war das das wirklich erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, okay, das ist mir jetzt wurscht, was die Leute von mir denken, das ist der richtige Weg. Damals war ich eine sehr erfolgreiche Fernsehmoderatorin, und wurde auf meinem Status Fernsehmoderatorin, wurde ich plötzlich verrückt. Also von der äußeren Wahrnehmung. Sie spinnt. Also ich habe über Engel geschrieben, das war damals Anfang der 90er, das war völlig. Völlig, Doch, es gab ja. noch zwei andere Autorinnen, die das getan haben, aber das war trotzdem so eine normale Frau wie ich, dreht durch. Und da habe ich gemerkt, dass ich jetzt die Wahl habe. Es war ein sehr klares Erkennen eigentlich. Entweder ich gehe wieder dahin zurück zu meinem angepassten Selbst und versuche zu erfüllen, was Leute von mir erwarten. Und Fernsehmoderatorinnen tun das. Ah ja, Das ist eine Berufsbezeichnung. natürlich. Da bin ich ja nur vage, es kommt erschwerend hinzu. Und komme aus einer Kindheit mit einem Alkoholiker Vater. Das heißt, da geht es immer darum, was ist in der Außenwahrnehmung, was findet da überhaupt statt. Und die Innenwahrnehmung findet schlichtweg nicht mehr statt. Also mache ich das. Gehe ich da wieder zurück? Aber ich wusste, wenn ich da zurückgehe, gehe ich auch zurück zum Unglücklichsein, zum mich nicht wohlfühlen, zum Verlorensein, zu dem jeden Morgen aufwachen mit einem Kloß im Magen und denken, das ist normal. Das war mein Leben. Oder ich spürte da drüben, auf diesem anderen Weg, liegen vielleicht, und das musste ich lernen, ich musste lernen, mich lächerlich zu machen. Das war eine meiner hauptsächlichen Seelenhausaufgaben, dass ich das ertrage, erkenne, es ist zu überleben und dann ist mir wurscht. Und das sind Schritte, die man geht. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wie ich dann merkte, wenn ich darüber gehe und dann natürlich die Bewertungen und das lächerlich machen und das Getuschel hinter meinem Rücken und Kommentare rauf und runter. Freundinnen haben sich von mir getrennt, weil sie gesagt haben, ich kann dich nicht mehr verteidigen. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen, die waren völlig überfordert damit. Und dann dort anzukommen und zu sehen, und das war ein Punkt, der enorm wichtig ist, um authentisch zu leben. Und das ist Folgendes. Ich kann nicht beeinflussen, ob mich Leute mögen oder nicht. Und wie ich das erkannt habe ich mir gedacht, dann kann ich auch so sein, wie ich bin. Weil ich habe mein Leben lang versucht, Leute zu beeinflussen, dass sie mich leben mögen. Und das ist manchmal, manche Leute mögen mich, manche Leute mögen mich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Nicht mit meiner Manipulation. Und ich war eine sehr, sehr gute, ich konnte sehr gut manipulieren. Da war ich ziemlich gut drin. Ja, wir haben es ja so gelernt. Also ich kenne auch, man hat so als Frau, gerade auch vielleicht als Mann auch, hat seine Rollen, Mutter, Vater, Freund, Sohn, Tochter, ne, also in der Arbeitswelt. Und jetzt ist ja die Aufforderung immer, deal mit deinen Rollen.
Wir haben auch verschiedene Zustände, wir haben verschiedene, ich muss als Chefin eines Unternehmens auch ein bisschen anders angeblich auftreten als Geliebte oder wie auch immer. Wie gehst du aus diesen Rollen raus? Ich glaube schon, dass wir natürlich Aspekte haben. Ich würde es gar nicht Rollen nennen. Aspekte, ne? Also wenn ich auf einer Bühne stehe, dann komme ich als Sabrina, also ich bin ja Seele mit einem Menschen, der dran hängt. Also ich bin ja mein Avatar. Ich habe keine Seele, sondern die Seele hat mich. Ist genau andersrum. Und wenn ich auf eine Bühne gehe, bin ich anders, als wenn ich ein Kleinkind ins Bett bringe. Weil es natürlich einen anderen Aspekt von mir braucht. Auf einer Bühne muss ich dafür sorgen, dass A, mich jeder versteht, B, ein Gefühl dafür entwickeln, was die Gruppe gerne hätte oder braucht. Wenn ich ein Baby ins Bett bringe, dann geht es nur um das Einspüren von einem einzelnen Wesen, das nicht in der Lage ist, mir zu sagen, hey, ich will aber noch was trinken, bevor ich schlafe. Also deshalb glaube ich, ist es ja auch schön, dass wir diese Aspekte haben. Die sollen wir ja nicht loswerden. Ich habe zum Beispiel eine Frau Schöner machen, die geht gerne rum und wird immer gerne alles hübsch. Gestern beim Spaziergehen auf der Straße ist ein Fahrrad umgefallen gewesen. Das habe ich ja aufgestellt und hingetan. Dann fiel bei der nächsten Ecke ist so eine Mannequin-Figur mit Klamotten lag auf dem Gehweg. Die habe ich aufgehoben und habe sie hingestellt. Das sieht einfach schön aus. Das macht mir Freude. Oder wenn da ein Riesenabfall auf dem Boden liegt, also Hundescheiße hebe ich nicht auf, weil da habe ich nichts dabei. Aber dann tue ich das halt weg. Und das macht mir Freude, das zu verschönern. Die habe ich. Das ist aber nicht mein einziger Aspekt. Ich habe auch die Frau Obrigkeitshörig, die eigentlich alles am liebsten machen würde, was man mir sagt. Und die muss ich, und die sind ja alle aus unserer Kindheit entwickelt worden, diese Aspekte. Und die muss ich leiten. Nee, Schatzel, wir machen nicht alles, was uns gesagt wird. Nee, wir müssen auch nicht alles aufräumen. Nee, hier machen wir das mal nicht. Also das erfordert ein konstantes mit meinen Aspekten in einem harmonischen Boot zu hocken und in die richtige Richtung zu fahren. Also deine Aspekte zu managen. Ja. Und das fordert, denke ich, auch heraus, immer schön im Hier und Jetzt zu sein, ne? Dann da ist das, wo wir uns ausdrücken. Das versuchen wir alle, ja. Das gelingt uns Mehr manchmal oder mehr. weniger. Also ob das alle probieren, weiß ich nicht, aber Stimmt, ich du hast übe recht. mich auch. Ich übe mich auch. Also mich interessiert das und ich hoffe euch, die ihr hier zuschaut, auch. Dein Kontakt zu Engeln, ne? Wie ging das los und wie ist das? Das Wie nimmst du das wahr? ging los, weil ich eigentlich zu meinem Gottesbild ein schräges Verhältnis hatte. Also ich war die erste weibliche Ministrantin in Bayern. Ich war in der katholischen Jugend und dann habe ich mein Gottesbild verloren, weil ich eigentlich mit viele Dinge mir unlogisch erschienen in meinem christlichen Prozess. Außerdem ist es ein Verein, der einfach von Männern geleitet wird und da musste ich mich dann irgendwann mal verabschieden, weil Vereine, die nur von Männern geleitet werden und die Hälfte der Weltbevölkerung ignorieren oder zum Service haben wollen, das ist leider nicht etwas, wo ich mich, ja, aber es ist nicht irgendwas entspricht, was ich da fühle. Und dann dieses spirituelle Beginnen war eben mit Engelkontakt. Das heißt, dass du meditierst, dass du still bist und erstmal in dir fragst, ich muss mal überlegen, das ist jetzt schon so lange her. Das erste hat mir jemand gesagt, sprich doch mal mit deinem Engel. Da war ich in einer beruflichen Krise, in einer sehr großen. Und ich dachte mir, ich war schon so verzweifelt, dachte mir, dann machst halt das, ist auch schon wurscht. Und das ging durch eine Frau, die gechannelt hat, und das war zwar ganz interessant, aber hatte ich überhaupt nicht erspürt. Das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Und ich musste lernen, dass meine Spiritualität etwas mit mir zu tun hat. Also ich muss es erspüren. Ich muss in der Lage sein, das aus mir hervorzuholen und nicht jemand kommt zu mir und sagt, ich mache das für dich. Das geht nie. Man kann inspiriert werden von jemandem, aber machen wir es schon selber.
Und dann ging es einfach nur in die Stille, indem ich reingehe und frage, habe eine Frage gestellt und habe darauf gewartet, dass eine Antwort kommt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich halt gelernt habe, dann Stück für Stück, dass ich auch wirklich mein Hirn stillhalte, damit etwas kommen kann als Antwort. Und mehr und mehr über die Jahre, also ich spreche kaum mehr mit meinen Engeln, weil das jetzt nicht mehr, die sind natürlich noch da, aber ich spreche jetzt mit allem, was ist. Also das ist, meine Weisheit ist nicht anders als die Weisheit der Engel, ist nicht anders als die Weisheit der Quelle. Das ist ja alles miteinander verbunden. Die Frage ist nur, bin ich in der Lage, mich da einzuklinken? Und ich muss jetzt nichts mehr von außen holen. Und Engel waren etwas, was ich ein bisschen von außen holen musste, weil ich es in mir selber noch nicht gefunden hatte. Und dann, ich weiß nicht, ob das nicht alle ein bisschen zu wirr klingt, um dann in mir selbst hinzugehen und zu fragen, okay, was ist das jetzt, diese Situation, was erspüre ich da? Diese Erforschung ist anders geworden. Vorher wollte ich antworten, so, das ist es, glaube ich. Vorher wollte ich antworten. Jetzt interessieren mich die Antworten nicht zu sehr. Ich mag natürlich immer noch antworten, aber jetzt finde ich die Erforschung das Spannende. Also sozusagen vorher so als Hilfsmittel Ja. oder als Botschafter hast du sie genutzt oder jetzt geht es, ich glaube, das ist auch ein Zeitenwandel, also dass wir das auch alles selber erfahren dürfen und selber erfahren und wahrnehmen können. Das ist, glaube ich, auch das, was gesagt wird, die Energie erhöht sich. Und es ist natürlich mal, ich habe natürlich nicht mehr so viele Fragen, wie ich früher hatte. Also ich meine, früher hatte ich 50 Fragen am Tag. Heute habe ich eine Frage im Monat, wenn überhaupt. Also die hauptsächlichen Meditationen, die ich mache, sind Stille, Gedanken ruhig fahren, bestimmte Atemübungen und dann gehe ich in eine Weite und bin im Sein, aber da passiert nichts mehr. Früher bin ich da überhaupt nicht hingekommen. Das war einfach noch nicht, da war ich noch nicht so in diesem Training, sondern früher war ich schon mal froh, wenn mein Hirn einmal für 10 Sekunden aufgehört hat, mich rumzuschubsen. Ja. Das war ein anderes, ja, es ist wie ein Instrument lernen. Du lernst mehr und mehr dein Instrument. Und klar ist mein Hirn ab und zu auch noch heute. Gehe ich in die Meditation und komme nach 20 Minuten raus und denke mir, was war denn das? Es war keine Sekunde Ruhe in meinem Kopf. Das gibt es natürlich auch. Das ist ganz normal, dass das ab und zu passiert. Du meditierst regelmäßig, wenn ich das so. Ich meditiere jeden Tag 3 Mal mindestens. Wow, also das ist auch meine, also einmal schaffe ich es auch am Morgen. Das ist so meine Tagesgrundlage, um mich einmal zu formatieren und zu resetten und dann loszulegen. Wenn du da, also es gibt ja jetzt so einige, die so in Krisen sind, nicht wissen, wo sie hin ist, wie es wird geredet. Hast du eine Vision? Hast du ein Ziel? Wie gehst du darauf zu? Was hältst du davon? Ich glaube grundsätzlich, dass wir uns in einem intelligenten Universum befinden. Und ich glaube grundsätzlich an eine Weiterentwicklung. Also das ist schon mal, das muss jede und jeder von uns selbst entscheiden. Ist das ein intelligentes Universum und entwickeln wir uns weiter? Das beantworte ich beides mit Ja. Also die menschliche Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden, weltweit ist ja eine interessante Krise, weil, wie wir alle wissen, lernen wir ja nur, wenn es richtig wehtut. Dummerweise, sonst hätten wir das anders gestalten können. Und ich lache jetzt nicht, weil ich die Schmerzen nicht verstehe von Leuten, wo es wirklich wehtut. Wir haben einen fürchterlichen Krieg. Und viele, viele Verbindungswege sind gekappt. Und wir haben viel gelernt. Wir haben durch Corona gelernt, wir sind alle verbunden. Der Virus ist einfach da. Also ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass es ihn gibt. Weltweit alle Wissenschaftler waren dieser Meinung. Deshalb schließe ich mich dem auch an. Und wir haben gemerkt, wir sind miteinander verbunden. Jetzt merken wir, wie jede einzelne Kette wichtig ist in diesem menschlichen Sein. Durch die Ukraine zum Beispiel. Jetzt merken wir,
Jetzt ist, glaube ich, ja dem Letzten klar geworden, dass wir mit unseren Ressourcen anders umgehen müssen. Jetzt merken wir das auch. Also durch all diese Krisen, wir merken, dass Autokraten nicht mehr wirklich praktisch sind auf unserem Planeten. Und wir merken, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es sie nicht mehr gibt. Und wenn wir sie machen lassen, was sie machen lassen, das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte durch Hitler, die hören nicht auf. Das ist, ich habe das mal gestern beschrieben beim Gespräch, aber das ist so, wie wenn in meinem Nachbarhaus ein Vermieter ist, der seine Mieter schlecht behandelt und dann mein Nachbarhaus anschaut und denkt, ja, da kann man schauen, ob ich die da drüben auch schlecht behandeln kann und geht dann darüber, der hört nicht auf in seinem Haus. Das machen Autokraten nicht. Sie haben die Tendenz des Größenwahns. Und auf unserer spirituellen Ebene zeigt uns so jemand, da gibt es ja einige davon, was wir, sind es Männer, und was wir als Gesellschaft nicht mehr haben wollen. Und das muss jetzt geändert werden. Das ändern gerade. Ich glaube, das ist der Anfang vom Ende aller Autokraten, die wird es nicht mehr geben. Und der Fall einer nach dem anderen wird fallen. Und wir werden eine andere Gesellschaft gestalten wollen, mit anderen Möglichkeiten, weil die meisten von uns das nicht wollen. Und wir sind viele. Nur, und jetzt ist unsere Herausforderung von denen, die, ja, ich sag's jetzt mal, von denen, die wacher sind als andere. Manchmal zu erkennen, wo kriege ich meine Informationen her und was gebe ich weiter. Weil wenn ich meine Informationen aus, und es gibt einfach dubiose manipulierende Informationskanäle, die auf Angst aufgebaut sind, wenn ich da meine Informationen mir dauernd hole und diese Angst weitergebe, dann bin ich in diesem Angsträdchen drin. Also, das ist wie wenn ich einen Körpergeruch habe und den dann einfach schön weiterverteile an alle anderen auch, da riecht die Welt nicht besser davon. Nee. Also ich muss quasi erstmal schauen, okay, ich rieche komisch, ich säubere mich und dann muss ich mir ganz klar überlegen, was ich heraustrage in diese Welt, weil es ist ein energetisches Feld, was wir alle benutzen. Und momentan ist das energetische Feld immer noch Drama. Und das hauptsächliche energetische Feld der Erde ist drittes Chakra. Also Bauch, Macht, Kraft, Durchsetzungsvermögen, das hängt da und soll ins Herz hochgehen. Und auf diesem Weg sind wir. Und das merken wir schon durch unser Mitgefühl, durch eben, dass wir großzügiger werden und mehr Verständnis haben, da beginnt das dann schon. Und dann geht es natürlich weiter, aber da sind wir erstmal. Und das wird passieren. Was tust du, Sabrina, um Kraft zu tanken, um dich stark zu machen, um Freude zu empfinden, um Energie zu tanken? Was machst du dafür? Hast du so ein paar Tipps für uns hier? Ich kann mit dem Wort stark ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, sondern für mich ist es eher eine Balance, in der ich mich aufhalten will. Also, das heißt, weil Stärke oft einen. Was macht ein Starker im Gegensatz zu einem Schwachen? Darf dann ich, wenn ich stark bin, ich nicht mehr schwach sein? Muss ich meine Stärke verteidigen? Muss ich meine Stärke durchsetzen? Das sind alles Themen, die mich nicht wirklich interessieren. Es ging Also auch für mich mehr so geht es um eher darum. Kraft und Energie. Ja. Und zu Kraft gehört auch, oder zur Authentizität gehört auch, mal schwach zu sein. Schwäche kann ja auch Stärke sein, also oder Kraft sein, ne? Ja, das wenn vor allen Dingen, wenn du Schwäche nie geübt hast, wirst du es in diesem Leben irgendwann mal üben müssen, damit du auch diesen Aspekt kennst. Das Wichtigste für mich ist schon auch zu schauen, was ich an Informationen zulasse. Also Drama kommt in der Regel von außen
und wird unterstützt durch meine Gedankengänge. Und wenn ich das von außen kann ich in einer gewissen Weise kontrollieren, das von innen kann ich auf jeden Fall kontrollieren. Also das heißt, ich muss in der Lage sein, zu schauen, was lasse ich in meine Wohnung, in mein Feld, was lasse ich überhaupt rein? Ich diskutiere über bestimmte Sachen nicht. Leute haben ihre Meinung, die können sie haben. Die müssen auch, meine interessiert die auch nicht, ist auch völlig uninteressant. Ich habe meine eigenen Ansichten zu bestimmten Themen und die sind für mich passend, bis ich andere Ansichten darüber habe. Dann ändere ich meine Ansichten, wenn ich merke, ah, nee, das muss ich jetzt ändern, weil ich das Gefühl habe, das stimmte nicht, was ich damals gedacht habe. Aber ich bin offen für, und das ist, glaube ich, ist ein großer, wichtiger Punkt, diese Großzügigkeit und Offensein für die Meinung anderer und das auch zu akzeptieren, dass das so ist. Und dann die hauptsächliche Kraft kommt einfach von der Stille von innen. Und keine Panik vorm Sterben zu haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Alle unsere Ängste basieren auf einer einzigen Angst, die Angst vorm Sterben. Ja. Und wenn wir uns mit dem Tod noch nicht angefreundet haben, und das meine ich so, wie ich das sage, wenn wir nicht interessiert auf unser Sterben schauen können, wenn wir nicht zu einem gewissen Grad neugierig sind darauf, wie dieser Prozess ablaufen wird, dann ist die Angst vor dem Tod etwas, was uns zurückhalten wird. Das lässt sich nicht vermeiden. Nee. Also wir haben hier ein paar Jahre. Es kommt ja auch in diesem Jahr dein neues Buch raus. Das ist ja ein Buch über das Sterben. Und ja, wenn wir nicht wissen, oder in anderen Kulturen ist das Sterben ja anders. Da ist es, wird es gefeiert, da ist es klar. Die wachsen ganz anders auf mit diesem, wir werden geboren. Das ist die Hawaii, als wir letztes Jahr in Mexiko waren, auch die Eingeborenen dort, die meist, die lachen ja und sagen, das ist doch der Kreislauf des Lebens und die finden das auch völlig interessant, als dieses Rad, der Kalender aufhörte, das ist ja, naja, dann fängt er eben wieder von vorne an und bei uns brach ja hier völlig die Panik aus, oh Gott, der Kalender endet, ne? Und die finden das, die haben ja überall die Symbole, Leben, Sterben, alles klar, wir gehen in den Kreislauf, wir gehen zurück, das ist ein Kreislauf, es ist deshalb auch ein Kreis und dann kann das wieder, wenn du möchtest, von vorne losgehen. Und solange wir dieses Wissen hier nicht haben, denke ich, ist es mit der Angst auch so eine Sache, ne? Genau, ich glaube nicht, dass ich aus Versehen sterbe. Also der liebe Gott, den ich nicht glaube, dass es ihn so gibt. Als lieber Gott steht nicht plötzlich da und sagt, hoch, jetzt ist mir doch glatt die Sabrina weggestorben. Also wenn mein Seelenweg vorbei ist, ist mein Seelenweg vorbei. Und die meisten Leute wissen, wann ihr Weg vorbei ist. Die erspüren, sie sind fertig. Und das ist hochinteressant, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Wirklich wahr, ich kann es nur empfehlen. Es gibt tolle, spannende Bücher darüber. Eins, was ich immer empfehle, es heißt Über das Sterben von Borasio oder Bosario, Borasio. Ganz tolles Buch, was einfach nur mal so eine Basis gibt, um einfach nur mal zu verstehen, was passiert denn da überhaupt. Ja. Also weniger spirituelle Informationen, aber auch so ein bisschen was drin. Aber es gibt trotzdem so, es nimmt die Angst weg von diesem Unbekannten, was so schrecklich überall wie ein Damoklesschwert über uns lasst. Ja, und wir tun ja wirklich immer so, als ob wir ewig leben, aber wir haben nur jetzt und wir wissen es. Einerseits vielleicht vermuten wir es oder hoffen wir es, aber letztendlich wissen tun wir es nicht. Ne? Also, also ich glaube schon, dass wir ewig leben. Ich lebe nur nicht ewig. In diesem Körper. Ich ehrlich gesagt will ich auch nicht ewig in diesem Körper leben. Nee, irgendwann möchte man vielleicht auch mal ein neues, schickes Modell ausprobieren. Das ist wie mit dem Auto, möchte man ja auch nicht ewig fahren. Ne? Und dann gibt es vielleicht Verbesserungen im System. Dann wechselt man die. Aber das zu verstehen, Gott sei Dank hatte ich eine Nahtoderfahrung. Die war natürlich sehr hilfreich für dieses irdische Leben hier, zu wissen, wie schön es dann also ohne Körper sein kann. Das fand ich sehr hilfreich.
Wie denkst du, ist es gut, sich mal mit dem Tod auseinanderzusetzen, ohne gleich ins Drama zu verfallen? Was ist da ein Tipp von dir? Man kann natürlich dein Buch dann kaufen und sich damit beschäftigen, aber wie machst du das? Wie bist du darauf gekommen, auch dieses Buch zu schreiben? Der Tod finde ich schon immer faszinierend. Der hat mich schon als Kind fasziniert, weil die Erwachsenen nicht darüber geredet haben. Also das fand ich schon immer damals schon sehr spannend. Wieso redet man da nicht drüber? Was ist da? Einige meiner Freunde sind gestorben, meine Mutter ist gerade gestorben. Also diese Prozesse des Abschieds sind persönlichkeitsbezogen. Man stirbt, ja, passend zur Persönlichkeit auch so. Ist ganz spannend auch zu sehen. Und das ist ja, bei Geburten sind wir auch völlig begeistert, wenn ein neues Leben kommt. Und das ist halt eine Geburt in die andere Richtung. Und ja, alles, was so, ich liebe einfach das Erforschen. Ich finde es spannend, Dinge zu erforschen. Ich lerne immer was Neues dazu. Ich lerne gerade E-Bass, Neurografik habe ich gerade gelernt. Also es gibt so bestimmte Dinge, die finde ich faszinierend, was Leute auch machen und entdecken und sich mitteilen und was hilfreich sein kann. Das ist toll. Es gibt viele, wirklich so viel kreative Menschen, wir sind alle kreativ und die gestalten Dinge, das finde ich immer wieder faszinierend und wirklich begeistert mich. Als du, das wird ja auch nicht von Anfang an, der Tod hat dich interessiert, aber was denkst du, wenn wir uns nicht mit dem Tod beschäftigen oder dieser Tatsache, die wirklich eine ist, wir kommen ja hier alle nicht lebend, also körperlich lebend raus, wenn wir das akzeptieren, was denkst du, gibt einem das? Ja, als erstes nimmt es uns etwas. Es nimmt uns die Angst. Nimmt uns viel Zögern. Das kann ich nicht, weil da könnte was schief gehen. Und da, das meine ich nicht. Ich gehe seit 7 Jahren barfuß. Ja, genau, das ist so cool. So viele Leute trauen sich nicht, barfuß zu gehen. Was die Leute denken, dass sie wo reinsteigen könnten, dass irgendwie es komisch aussieht. Da gibt es unglaublich viele eigene Gedankengänge. Und diese mal zu erforschen, sich selbst zu fragen, warum mache ich das eigentlich nicht? Also außer man hat überhaupt kein Interesse daran. Aber wenn man sagt, Mensch, ich würde es gerne mal ausprobieren, was hält mich davon ab? Weil das, was mich davon abhält, zeigt mir eigentlich, das kann ich wie so einen Faden zurückverfolgen. Wovor habe ich am meisten Angst? Dass die Leute mich für verrückt halten? Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn die Leute einen für verrückt halten, ist man endlich frei. Weil dann kann man machen, was man will. Solange man so tun will, als wäre man normal und wie alle anderen auch. Das ist das Problem, weil normal wären wir nie. Es gibt immer einen Nachbarn und eine Nachbarin, die das blöd findet. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wenn wir selber herausfinden, warum mache ich die Dinge eigentlich nicht, die mir Freude machen und wovor genau habe ich Angst? Und diese Angst ist immer die Angst, also häufig die Angst, des ausgeschlossen zu werden. Die Gruppe schließt mich aus. Und das ist eine Angst von unserem Reptiliengehirn, von unserem Säugetiergehirn, das ja eins über dem anderen in uns aufgebaut ist. Weil früher sind wir da gestorben. Wenn wir uns nicht angepasst haben an das gängige System. Und in manchen Diktaturen ist es ja auch noch so. Man muss sich anpassen und darf ja nicht rausgehen. Sonst, also du bist homosexuell in einer Diktatur. Lebensgefährlich. Also dadurch, und das ist die Angst vor dem Tod natürlich, die uns dann und dem ausgegrenzt sein. Wenn ich allerdings in mir selber angekommen bin, dann sage ich, okay, ich bin die Liebe meines Lebens. Mein Körper ist die Liebe meines Lebens. Und ich bin eine nette Person. Ich bin einfach wirklich eine nette Person. Und das sind wir fast alle. Ich meine, ich kenne niemanden, den ich treffe, der nicht nett ist. Niemanden. Alle Leute, die ich treffe, sind nett. Also es gibt einen Haufen nette Leute. Manche haben vielleicht mal eine komische Meinung zu irgendwas, aber in der Regel sind Leute nett. Und wenn wir das annehmen können, dass wir nicht mehr so schnell, wie wir früher befürchtet haben, ausgestoßen werden. Und vielleicht ist auch diese Gruppe, die uns dann nicht mehr haben will, weil wir komisch werden, vielleicht auch nicht mehr unsere Gruppe. Vielleicht brauchen wir eine andere Art von Freunde, die weiterdenken, die offener sind, die spielerischer mit Sachen umgehen, die neugieriger sind, die was erforschen wollen. Und das ist unser Seelenweg. Und
den gilt es. Und Seelenhausaufgaben, die kommen halt zu dir und alles, was immer, immer wieder kommt, will etwas von uns. Immer wieder das gleiche Problem, das liegt nicht an den Leuten, das liegt an mir. Das braucht Mut, ne? Also Mut, diese sich selbst zu leben, braucht es Mut, oder? Ehrlich gesagt, glaube ich, es braucht Mut, sich nicht zu leben. Ich glaube, es braucht mehr Mut. Okay. Ich glaube, sich selbst zu leben ist relativ einfach, wenn wir uns nicht anpassen wollen. Also wenn mein Hauptziel ist die Anpassung und die Anerkennung, und das ist das Problem, wenn das mein Hauptziel ist, aus meiner Kindheit heraus meistens bin ich nicht geliebt oder anerkannt worden, will ich das jetzt haben im Erwachsenensein. Wenn das mein Hauptziel ist, dann erfordert es enorm viel Mut, das nicht zu wollen. Aber eigentlich erfordert es die eigene Anerkennung und die eigene Erforschung. Will ich überhaupt so sein wie meine Nachbarn? Ja. Deshalb habe ich dich am Anfang kurz eben unterbrochen. Bitte verzeih, wo du gesagt hast, ich war immer erfolgreich. Das sieht manchmal so aus, wenn man auch Instagram oder so Leute sieht. Man denkt immer, die sind erfolgreich. Das ist es aber nicht. Und ich schreibe bei meinen Büchern immer über die Dinge, die nicht geklappt haben. Weil nur daraus habe ich gelernt. Und Erfolg, immer Erfolg zu haben, ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mich wohlfühle. Das ist das Ziel. Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir von Herzen für all diese tollen Inspirationen und euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr das seht und hört, und alles, alles Gute. Tschüss.